Ja, herzlich willkommen wieder bei Boom und Finanzen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick und viele kennen mich ja schon in dem Thema mein eigenes Projekt. So, das bedeutet, viele warten schon drauf. Der Titel sagt schon, es geht hier um den Cross-Arbitrage-Trading-Bot. Es ist kein ganzer Bot, weil vorab, ich möchte euch nochmal informieren dazu, es ist eine KI, wo uns Signale gibt, wo bestimmte Volumen analysiert und uns die Signale gibt für einen Kauf und für einen Verkauf. Alles andere geht manuell. Wie funktioniert das Ganze? Damit möchte ich euch hier einmal komplett abholen und den Launch vom Pool euch auch mitteilen. Bevor wieder die Fragen aufkommen, wie funktioniert das und wie komme ich da hin? Ganz einfach, unten habt ihr einen Link, dann kommt ihr auch direkt zu boomfinanz.com. Und dann könnt ihr halt euch direkt anmelden. Wenn ihr euch angemeldet habt, vorab, vor als Informationen, Boom und Finanz hält keine Gelder. Sofern ihr Gelder einbezahlt, kauft ihr automatisch virtuelle Währung. Dieses Dashboard ist auf eine virtuelle Basis aufgebaut. Daher bekommt ihr BMF Credits. Das ist der Gegenwert, ihr kauft das Ganze und somit habt ihr virtuelle Währung gekauft. Das heißt, das Geld, was ihr dann uns überweisen tut, bekommt ihr eine Gegenleistung in BMF-Credits. Aber, jetzt kommt das Aber, das Geld sozusagen, also die USDT, werden dann angelegt von unserer Seite. Alles, was im realen Sektor passiert, wird weitergegeben in die virtuelle Umgebung von Boom Moon Finanz im Dashboard. So, das heißt, das Ganze bekommt ihr dann im BMF-Credit zugewiesen. Diese BMF-Credits könnt ihr später verkaufen. Hier haben wir die 70-30-Regel. Die 70-30-Regel bedeutet 30% Fees. In diesem Fees ist alles hinterlegt. Das habe ich auch schon in den Videos erklärt. Und ich erkläre es nochmal, bevor wir hier auf den Bot eingehen. Weil ihr braucht definitiv den Boom Moon Finanz Dashboard. Aktuell läuft es über den Pool. Nächstes Jahr sollte dann die API-Schnittstelle kommen und dann könnt ihr alles selbst steuern. Aber meine Erfahrung, das, was ich schon gelesen habe und bekommen habe, finden viele das mit der virtuellen Umgebung viel besser. Warum ist das besser? Es ist eine Erleichterung für die Leute, jedenfalls wo in der EU leben. Weil alles, was in der EU lebt, muss natürlich alles versteuern. Ob ihr jetzt halt kaufen tut, verkaufen tut an Bitcoins, jeden einzelnen Trade. In einer virtuellen Umgebung wird dies nicht benötigt, weil es ist Spielgeld, es ist Klopapiergeld, Monopoly-Geld, wie man es gerne sehen möchte. Und dafür habt ihr Geld bezahlt, für diese virtuelle Währung. Es gibt keine Garantie auf nichts, weil es ist virtuell. Und alles, was virtuell ist, wird natürlich vom realen Sektor natürlich die Ergebnisse hingeliefert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel beim Cross-Arbitrage-Trading an einem Tag mal so 2-3% gemacht haben, wird es automatisch, rein theoretisch jetzt, zu Boom und Finanz auf das virtuelle Dashboard übertragen. Das heißt, virtuell verdient ihr BMF-Credits, also Monopoly-Spielgeld, sage ich jetzt mal dazu, wo nichts wert ist, weil der BMF-Credit ist nicht handelbar auf den öffentlichen Märkten. Alles, was nicht handelbar ist auf den öffentlichen Märkten, muss zuerst mal nicht versteuert werden. Wie gesagt, ich bin auch kein Anlageberater, holt euch definitiv einen Steuerberater dazu, weil in dieser Hinsicht, wenn ihr BMF-Credits nämlich dann ausbezahlt, ab diesem Zeitpunkt, wo ihr das dann Ganze wieder verkauft zu Boom Moon Finanz und sagt, ich möchte gerne USDT haben, dann wandelt ihr automatisch virtuelle Währung in echte Währung. Und diesen Zeitpunkt ist das dann ein Einkommen. Und dieses Einkommen muss dann natürlich versteuert werden. Aber ihr habt eine Erleichterung. Ihr müsst keine Trades vorweisen. Ihr müsst keine Halterung von, im Halten von Bitcoins vorweisen oder irgendwas anderes in irgendeiner Hinsicht. Sondern ihr habt diese Tätigkeit virtuell gemacht. Das heißt, virtuell bedeutet wie auf dem Spielbrett. Wenn ihr Monopoly-Geld bekommt, könnt ihr euch dafür definitiv nichts kaufen. Und dasselbe Prinzip ist auch hier. Aber wir haben uns das Prinzip auch so abgeguckt, und ich hatte auch die Idee so abgeguckt, weil bei Prop-Trading-Firmen benutzt ihr ja sozusagen Demokonten. Diese Demokonten, wenn ihr einen Trade durchführt, liefert dies die Signale automatisch auf einen realen Konto. Dann wird der Trade durchgeführt. Daher kann Prop-Trading-Firmen euch natürlich auch die Gelder ausbezahlen, auch wenn ihr nur ein Demokonto habt.
Daher ist es eine Bonus- oder eine Sonderzahlung. FTMO ist zum Beispiel, ist es dann so ein Bonus und eine Sonderzahlung wird dann ausbezahlt, bekommt ihr dann gut geschrieben und das könnt ihr euch dann in Kryptowährung auszahlen oder auf dem Bankkonto. Hier haben wir das Ganze spiegelverkehrt rum. Das bedeutet, alles, was wir im realen Leben machen, also Boom und Finanz, wird wieder gespiegelt in der virtuellen Umgebung, also in der Demo-Version. Kann man fast so sagen, weil ich vergleiche es mal ein bisschen so mit Prop-Trading-Firmen. In der virtuellen Umgebung hier in diesem Dashboard, was ihr hier jetzt aktuell seht, habt ihr nur BMF-Credits. Und diese BMF-Credits vermehren sich automatisch, was wir im realen Leben machen. Wenn wir 2% im Cross-Trading erwirtschaften, bekommt ihr auf euren Kapital 2% an BMF-Credits gutgeschrieben, virtuelles Geld. Und damit könnt ihr euch dann wieder frei bewegen, weil dieses Dashboard wird nach und nach immer weiter ausgebaut. Demnächst gibt es auch noch KIs, EA-Bots und. Das wird alles hier gelauncht in diesem Dashboard, in der virtuellen Umgebung. Genau. Also von daher, denkt dran, wir haben hier ein 70-30 Konzept. Das heißt, man zahlt in dieser Hinsicht 30% an Fees. Wenn man auszahlt, ist überall auch nachgewiesen. In diesem Fees ist dann Umtausch, Swap-Transaktion, Auszahlung, Bearbeitungsgebühr und eine Gewinnbeteiligung. Ist automatisch mit drin und 70% gehört euch. Was natürlich aber auch überall hinterlegt ist. Auch hier ist es nochmal hinterlegt. Ihr tauscht das Ganze um. Vom virtuelle Währung in echte Währung sollte man mit beachten. Hier ist es auch die Gebühr bei 30%, aber diese 30% wurden hier unten auch nochmal erläutert. Und hier wurde auch nochmal auf die FAQ hingewiesen, steht auch in den AGBs drin. Von daher diese 30%, damit verdient Boom und Finanz theoretisch sein Geld. Und damit wird dann das ganze Konzept, dieses Projekt hier, weitergemacht. Und ja, das ist jedenfalls mein Ziel. Und ich mache sozusagen auch gar keine Werbung. Ich setze hier auf die Community, es soll jedem bewusst sein. So, demnächst, wie gesagt, kommt dann der Cross-Arbitrage-Trading-Bot. Den findet man hier schon unter Investment. Dann ist ja hier der Bitcoin-Cross-Exchange-Arbitrage. No Risiko. No Risiko bedeutet kein Risiko. Das einzige Risiko, was man am Ende hat, wenn man halt vom Bitcoin wieder rausgeht, die Pläne sind abgelaufen, dass man vielleicht einen Wertverlust hat, wenn wir Bitcoins dann verkaufen, wird aber abgerechnet automatisch in eure virtuellen Umgebung. Das heißt, wenn ihr 500 Dollar gekauft habt, in BMF Credits, wird es dann automatisch dann auch angezeigt, gut, der Plan ist abgelaufen, das wird dann wieder gut geschrieben, diese 500 Credits, aber dann gibt es auch nochmal einen Gegenwert, wird nochmal runtergerechnet, dass ihr nur noch statt 500, 450 habt. Und das ist dann natürlich der Wertverlust vom Bitcoin. Weil wenn wir die Pläne dann schließen, und der Bitcoin ist dann gefallen, dann gibt es halt einen Wertverlust vom Bitcoin und somit haben wir nur eine bestimmte Summe an USDT. Und das wird natürlich wieder gespiegelt, wieder hier im Dashboard. Das soll jedem bewusst sein. Also hier haben wir keinen Totalverlust, weil dafür müsste Bitcoin auf Null fallen. Hier haben wir nur den Wertverlust. Den Wertverlust muss man natürlich mit bedenken. Aber früher oder später, ich glaube im September, Mitte September, Ende September, soll dann auch Ethereum kommen. Dann hat man auch die Möglichkeit, den Cross-Exchange-Arbitrage zu nutzen. Auch nicht nur für Bitcoin, sondern auch für Ethereum. Das wird dann auch erstmal reichen, finde ich, weil dann kann es erstmal jeder testen und ausprobieren und dann kann es dann auch schon losgehen. Aber jetzt habe ich lange geredet, jetzt gehen wir mal auf den Cross-Arbitrage-Bot mal ein bisschen ein. Wie funktioniert das Ganze? Ist es nicht ein ganzer Bot, der läuft nicht vollautomatisch, gleich mal vorab. Dieser Bot, diese KI besser gesagt, macht bestimmte Algorithmen. Das heißt, wenn wir irgendwo zu sehr viel Volumen aufbauen und der Kurs ist abgefallen, dann wird die KI uns benachrichtigen, auf dem Handy, auf dem Computer, auf dem Tablet. Ich habe auch noch 3 Freelancer im Kryptobereich, sowohl auch ich. Wir haben unsere Analysen, wo wir uns zusammensetzen, unsere Charts zusammen analysieren. Jeder hat dieselben Daten, jeder ist genauso viel abgeholt wie der andere. Und wenn jeder einer Zeit hat und der andere hat jetzt keine Zeit, weil er gerade tradet, dann kann der eine reagieren und dann der KI sagen, gut, okay, die Order ist in Ordnung, wir setzen die Limit Order, wir kaufen ab dort dann Bitcoins ein,
auf Börse B. Zum Beispiel hier ist es jetzt Bitget. Bei Bitget gehört dazu. Alle Informationen findet ihr dann auch in der Telegram-Gruppe. Wir werden euch informieren, wenn wir halt Bitcoins gekauft haben und ab welchem Punkt wir dann Bitcoins wieder verkaufen und ja, was da ungefähr an Prozenten dann auch rauskommt. Wird ja euch dann auch preisgegeben, wenn das Ganze durchgeführt wurde. Und natürlich mit Screenshot, wo wurde gekauft, wo wurde verkauft. Also ihr werdet hier komplett abgeholt in der Telegram-Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe auch. Das wird dann auch, glaube ich, nächste Woche schon starten. Vielleicht sogar schon diese Woche. Wir müssen gucken. Und dann, weil viele auch keinen Telegram haben, deshalb auch WhatsApp. Und WhatsApp ist dann so aufgebaut, dass ihr genau dieselben Informationen bekommt. Das Ganze ist dann einmal in Deutsch, sowohl auch in Englisch. Das ist zweisprachig. Also man kommt da ein bisschen durcheinander. Ist eine offizielle Gruppe und wer Fragen hat, kann auch gerne eine E-Mail schreiben. Aber jetzt nochmal zum ganzen Aufbau. Ich kann es mal ein bisschen einzeichnen. Wir nehmen hier einfach mal den Pfeil jetzt hat. Und ja, ihr seht ja schon, ich habe ja hier mal eine kleine Analyse gemacht, wo man halt große Volumen haben. Zum Beispiel hier unten haben wir jetzt ein Volumen. Wir haben jetzt hier einen Stundenchart. Wir würden eher auf den 4-Stunden-Chart gehen. Da haben wir mehr Potenzial in der Hinsicht, kann man besser das Ganze erkennen. 1-Stunden-Chart genauso, ja. Können wir auch schnelle Trades machen, müssen wir halt gucken, aber aktuell nutzen wir 4 Stunden, sowohl auch 1 Stunde, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Nutzen wir natürlich einen 1-Stunden-Chart, ist natürlich die Chartanalyse ein bisschen ausführlicher mit mehreren Supports, also mit mehreren Zonen, wo wir dann kaufen, wo wir halt einen Widerstand sehen, wo wir dann verkaufen, aber auch keine Trades durchführen. Also Trades sage ich in der Hinsicht auch, dass wir keine Bitcoins kaufen. Hier ist es dann so, hier sind wir hier unten, wir haben hier unten einen schönen Boden gefunden. Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, gut, es sieht sehr, sehr gut aus, auch von den RSI her sieht es auch sehr gut aus. Hier haben wir bald ein Cross. Das heißt, hier könnte jetzt Bitcoin nach oben gehen. Heißt, wir kaufen hier schon mal für 50%, was wir haben im Petro, in USDT, 50% ein. Und wenn der Kurs nach oben geht, werden wir dann auch die Limit Order setzen, dass wir dann diese 50% verkaufen. Fallen wir natürlich weiter runter, werden wir die restliche 50% aufteilen in 25%. Wenn wir nochmal fallen, nochmal 25% und nehmen dann halt den Aufwärtskurs dann mit. Das heißt, wir halten dann insgesamt Bitcoins und wir haben ein bestimmtes Ziel, wo wir dann wieder die Bitcoins auch wieder verkaufen. Genau. Das heißt, wir warten ab, bis der Kurs dann wieder hochgeht. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Pump kriegen, kaufen wir nicht ein, kriegen wir einen Pump nach unten. Und eine riesengroße Kerze. Auch große Kerzen nutzen wir dann auch aus als Schnellkauf. Das heißt, wir kaufen unten sehr schnell ein. Wenn der Pump dann wieder nach oben geht, plötzlich wie bei der 1-Stunden-Kerze hier, dann würden wir auch sofort wieder die Bitcoins verkaufen, weil somit gehen wir mit 1-2% auch gut nach Hause, was auch ein sehr guter Gewinn ist. Das sind halt schnelle Kauf- und Verkauf-Orders, wo wir dann durchführen im Bitcoin. Das machen wir auf 2 verschiedene Börsen. Und ja, wie gesagt, wir könnten auch hier sagen, wir verkaufen auch nicht alles. Wir verkaufen jetzt von diesen 50% oder wenn wir hier mit 100% reingehen, auch nur 50%. Da haben wir immer noch 25% über und hätten auch nochmal einen steilen Anstieg auch hier mitnehmen können. Aber wir gehen hier immer auf Nummer sicher. Wir halten ja nicht dauerhaft Bitcoins. Wir kaufen und verkaufen und das natürlich großräumig. Es kann auch passieren natürlich, dass Tage gar keine Orders durchgeführt werden, weil auf dem 4-Stunden-Chart ist es dann so aufgebaut, dass man rein theoretisch auch Tage gar keine Orders durchführen kann. Zum Beispiel hier ist eine Seitwärtsphase, wir sind nicht oben, wir sind auch nicht ganz unten. Also hier wäre rein theoretisch nichts. Also wir würden hier gar keine Bitcoins einkaufen. Wir kaufen erst ein, wenn wir wirklich einen bestimmten Support erreicht haben. So, und wenn wir einen langen Abverkauf haben, dann wissen wir gut, es soll jetzt demnächst auch wieder hochgehen, dann kaufen wir natürlich ein. Geht der Kurs aber weiter runter, halten wir diese Bitcoins natürlich dann auch. Wir sehen, der Bitcoin ist dann auch wieder nach oben gegangen, dann heißt, wir gehen auch irgendwann wieder raus, aber wir kaufen erstmal nur 50% rein. Fällt der Kurs aber weiter runter, dann werden wir Stück für Stück Bitcoins weiterhin einkaufen, bis der Kurs wieder nach oben geht und wenn der Kurs wieder oben ist, dann würden wir wieder 100% verkaufen und somit sogar 10, 20, 30% reinen Take-Profit fahren. Das heißt,
Endeffekt, ich kann nur mal einen Taschenrechner aufmachen. Nehmen wir mal einen Rechner. Genau, hier haben wir einen Taschenrechner. Und ich sag mal, jetzt liegt der Bitcoin oder wir kaufen jetzt Bitcoin ein bei circa, ja, nehmen wir mal 60.000, ist der Bitcoin, kaufen wir jetzt ein und haben dann am Ende, wenn er oben ist, sagen wir mal, wir haben auch 60.000 drin, der Bitcoin geht hoch, haben von 60.000 dann 6.324 zum Beispiel. Oder wir hatten jetzt 6.000 Reintake Profit. Und diese 6.000 wird dann von dem Prozent her dann in euren Dashboard dann hinüberwiesen. Das heißt, von real in die virtuelle Umgebung. Und diese 6.000 wird dann aufgeteilt nach Investment und das bekommt ihr dann in BMF Credits gut geschrieben. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, alle Investoren haben jetzt gleich investiert, wäre das dann zum Beispiel durch 10 Investoren, hätte jetzt jeder 600 US-Dollar in BMF Credits in sein Dashboard. Und das wird dann natürlich rausgeholt und diese 60.000, die werden immer die ganze Zeit nur arbeiten. Ist jetzt nur ein Beispiel jetzt, aber diese 60.000, die arbeiten jede Zeit. Und das 6 Monate. Danach ist es offline. Jeder kann dann selbst entscheiden, ob er den Plan weitermacht oder nicht weitermacht. Aber sagen wir mal, 600 Dollar, es ist ja schon wirklich großzügig gerechnet, wenn jemand 600 Dollar hat. Ich glaube, realistisch, das, was ich so kenne, liege ich immer so bei zwischen 200 bis 350. Wir nehmen jetzt mal 250 Dollar. Wir haben 250 Dollar gemacht mit dem Cross-Arbitrage-Signal, was wir hier auch durchführen manuell. So 250 Dollar, sagen wir mal, wir machen diese 250 Dollar wirklich mal jede Woche dreimal, weil wir 3 recht gute Profite hatten oder sogar 4-mal. Das heißt dann mal 4, dann hätten wir 1000. So, der Monat sozusagen hat ja 4 Wochen. Dann nehmen wir das Ganze mal 4, dann hätten wir hier 4000 raus. So, das bedeutet, wir haben 4000 raus. Die 60.000 durch 10 Investoren sind es dann 6000. Und ja, somit hättet ihr euer Gewinn auch schon mal abgesichert. Nur als Beispiel jetzt. Soll das Ganze dienen? Es ist jetzt nur grob gerechnet, aber ich kann gerne nochmal ein Video machen. Wenn ihr sagt, hey, kannst du es nochmal genauer erklären? In einer genauen Berechnung kann ich das Ganze auch nochmal genauer durchführen mit einer Präsentation. Genau, das war es jetzt rein theoretisch als Erklärung, wie das Ganze funktioniert und jetzt, wann wird das Ganze gelauncht? Das Ganze, ich gucke jetzt selbst nochmal, das Ganze wird nämlich am 12. August online gesetzt, dieser Pool. Dann kann jeder in diesem Pool mitmachen. Ich glaube, das Investment startet bei 200 US-Dollar, genau. Bitcoin ist halt nicht günstig, sage ich jetzt mal, auch nicht mit den Gebühren. Daher haben wir hier 200 US-Dollar angesetzt und da kann man mit diesen 200 US-Dollar hier in diesem Cross-Exchange-Arbitrage mitmachen. Normalerweise habe ich immer das Ziel für Kleinanleger, aber bei Bitcoin ist es schwierig, sowohl auch bei Ethereum wird es schwierig sein. Wir haben aber auch noch Altcoins im Auge, wo wir dann sagen, wir könnten auch diese Altcoins nutzen für Kleinanleger, weil die Gebühren allgemein von diesen Kryptos, zum Beispiel Tron, sage ich jetzt mal, nicht so teuer sind und da könnte man sagen, gut, wir gehen mit den Kleinanlegern dafür mit rein, dass man sagt, gut, da geht es mit 50 Dollar los, weil da gibt es auch sehr große Bewegungen, schnelle Bewegungen und da könnte man halt mit weniger Kapital reingehen. Bei Bitcoin bräuchte man schon ein bisschen mehr Kapital, da haben wir gesagt, gut, 200 Dollar, das ist realistisch, weil bei 200 Dollar ist man gut dabei, wenn wir halt Bitcoins kaufen. Ich kann jetzt nochmal schauen mit dem Rechner. Wie gesagt, nehmen wir mal den Rechner. Was passiert, wenn wir sozusagen 200 Dollar haben? So, ich habe ja gesagt, wir schätzen mal ungefähr grob, das was halt in den Test rausgekommen ist, liegen wir immer so zwischen 5%, sogar mal mit 2%. Der höchste Wert war schon mal bei 20%. Ich würde jetzt hier mal einen Mittelwert geben, wenn wir das Ganze handeln. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Take Profit von 5%, was wirklich sehr, sehr realistisch ist. So, wären es schon mal 10 Dollar. 10 Quitters hättet ihr hier. Also 10 ganze Quitters. Ein Quitter ist immer 1 Dollar. Also wären das 10 Dollar.
So, diese 10 Dollar werden dann automatisch in BMF-Credits gutgeschrieben. Diese 10 Dollar haben wir jetzt satt. Wir haben 200 Dollar investiert. Wir haben aber dafür 6 Monate. Was können wir erreichen in diesen 6 Monaten? Weil wir haben hier keinen Zinseszinseffekt. Ich habe gesagt, maximal ist es dann in der Woche. Es gibt auch mal Wochen, wo gar keine Trades sind. Wir gehen mal davon aus, wir haben hier dauerhaft immer wieder Trades drin. So, wir haben jetzt insgesamt in einer Woche maximal, sagen wir mal, 4 Trades. Es kann auch weniger sein, es kann auch nur 3 sein. Aber wir nehmen mal 4 oder wir machen es ein bisschen re noch realistischer, wir nehmen 3. So, wären es 30. Das Ganze mal 4 wären schon mal 120. Das Ganze müssen wir jetzt halt nochmal mal nehmen, weil die 120, der Plan läuft ja 6 Monate. Mal 6 Monate wären es bei 720 US-Dollar plus eure BMF-Kürtis, was ihr im Pool reingesteckt habt, kommt ja nochmal dazu. Und das sind ja rein theoretisch dann nochmal die 200 Dollar. So, wären es dann 920. Das heißt, ihr habt in diesen 6 Monaten 720 US-Dollar gemacht. Also mit 200 Dollar pro Monat wären es dann 120 Dollar. Ist jetzt nur eine Beispielrechnung. Ich gebe darauf keine Garantie, weil die Prozente ändern sich jedes Mal. Weil es kann auch Wochen geben, wo gar keine Trades sind. Aber 720 Dollar in 6 Monaten mit 200 Dollar ist realistisch im Kryptomarkt. Wir haben es selbst ausprobiert. Ich habe es auch ausprobiert. Und das ist man halt wirklich sehr gut unterwegs. Ich wollte euch nur damit wirklich ein bisschen mehr abholen, richtig abholen, was hier im Cross-Arbitrage möglich ist, wenn man das auch richtig gut macht. Wie gesagt, dafür muss auch der Markt mitspielen. Genau, 720 US-Dollar wären dann verfügbar. Die könnt ihr euch dann auszahlen, weil wir arbeiten rein theoretisch dann nur mit diese 200 Dollar. Alles, was gut geschrieben wird in BMF Credits, direkt in eure Balance, ist auszahlbar und das wird dann direkt von der Börse zu euch hin überwiesen. Dafür ist es so eingestellt, wird aber auch nochmal nachgeprüft, dann wird eure virtuelle Währung einfach umgetauscht in USDT. Aber wie gesagt, 720 Dollar ist schon eine Menge und ich kann es nochmal zeigen, ich glaube, waren 120. Wir machen mal durch 6. Durch 6, aber es waren 120 Dollar pro Monat mit 200 Dollar. Das heißt, ihr seid rein theoretisch nach dem 2. Monat schon gut break-even, also ihr seid rein theoretisch raus und dann arbeitet in dieser Hinsicht in euer Plan, was da drinnen liegt, nur noch reiner Gewinn. Genau, das wollte ich euch nur mal mitgeben und steuerlich müsst ihr selbst euch mal erkunden, was da gemacht wird oder was ihr da machen müsst. Wie gesagt, virtuelle Umgebung ist nicht steuerpflichtig, weil alles, was virtuell ist, ist auf dem offenen Markt ja nicht handelbar und alles, was nicht handelbar ist in der Realität, ist nicht steuerlich verpflichtet. So ist meine Information. Deshalb, ich bin auch kein Berater in dieser Hinsicht. Ich gebe euch nur diese Information, das, was ich natürlich mitbekommen habe. Und ja, wie gesagt, es ist eine coole Sache und 720, ja, das sind 1, 2, 3, das ist dann das Dreifache. Mehr wie das Dreifache habt ihr dann am Ende auch raus. Es ist aber, wie gesagt, nur eine Beispielberechnung. Gibt es da auch keine Garantie drauf. Aber ich wollte euch nur mal bewusst machen, was man machen kann im Cross-Arbitrage-Trading mit Kaufen und Verkaufen im Bitcoin-Bereich. Und dasselbe funktioniert natürlich auch mit Ethereum. Das wird dann auch nochmal kommen, aber wir möchten erstmal Bitcoin anlaufen lassen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da definitiv rauskommt. Achso, und bevor jemand eine die Frage stellt, gut, jetzt hast du es mit 200 gemacht, was ist da mit höheren Summen? Ich bin meist auch kein Fan mit höheren Summen, aber wir können es mal mit 1000 machen. Und dann plus, ihr könnt euch alles selbst ausrechnen. Ich nehme jetzt mal das Niedrigste, das sind dann 3%. Das wären es 30 Euro. So, das sind 30 Dollar, besser gesagt, 30 Dollar. Und das dann mal, sind es dann 3 Trades, das dann mal 4 Wochen und das Ganze auf mal 6 Monate. Dann wären es halt 2160. Ist jetzt auch mal klein gehalten. Ich kann das Ganze auch auf 4% machen. Wenn wir 1000 haben und das Ganze plus 4% erreichen, wären es 40 und 40 Dollar mal 4 Trades in einer Woche und das Ganze mal 4 Wochen, das dann mal 6 Monate, dann wären es hier 3850 und schon hättet ihr auch wieder das Investment raus. Egal in welcher Hinsicht. Ist es risikoarm, das finde ich irgendwas gut. Das
Somit verdiene ich auch mein Geld, bin ich offen und ehrlich. Und ich möchte einfach hier mein Fachwissen und das, was mein Team so macht, mitgeben euch. Ich teile das. Und bevor jetzt Kritik kommt und irgendwas anderes, ihr müsst hier nicht mitmachen. Ich mache es hobbymäßig. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich möchte die Community damit unterstützen und dass wir alle passiv Geld verdienen können, dass wir gut unterwegs sind. Und ich finde, diese Methode, was ich hier freigebe, macht nicht jeder. Es gibt eine Telegram-Gruppe, eine offizielle Bonum Finanzprojekt heißt das. Da könnt ihr dazuschauen. Jeder einzelne Durchgang in der Realität, was wir durchführen, wird natürlich, wie gesagt, auch in der virtuellen Umgebung im Dashboard weitergegeben. Und genau das, was wir machen, bekommt ihr auch in der Telegram-Gruppe mitgeteilt, sowohl auch in der WhatsApp-Gruppe. Wir teilen das Ganze, was wir durchführen, wann wir kaufen, wann wir wieder verkaufen. Ihr werdet hier definitiv abgeholt. Wir machen Screenshots, ich mache Videos dazu. Und ich glaube, das soll, glaube ich, sehr gut ausreichen, dass ihr hier von A bis O komplett mitgenommen wird. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles. Es ist noch so viel in der Pipeline, das wisst ihr ja. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf den 12.8., wenn es hier losgeht. Und alles ist nachweisbar, das kann ich euch auch zeigen, wenn auch in den Transaktionen, weil wir werden hier mit BitCat arbeiten, so wie mit KuCoin und die Transaktionshistorie und alles, das werden wir auch preisgeben in der Telegram-Gruppe, sowohl auch in der WhatsApp-Gruppe, dass ihr das Ganze auch nachvollziehen könnt. Und ja, ich hoffe, euch wird es dann Spaß machen. Mir macht es definitiv Spaß, weil ich bin schon seit einem halben Jahr dabei, das Ganze durchzuführen. Und ich bin reintödig sehr begeistert, was ich mittlerweile herausbekommen habe. Jetzt sage ich erstmal viel Spaß beim Rumstöbern, viel Spaß beim Anmelden. Alle Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns vielleicht in der Telegram-Gruppe wieder oder in der WhatsApp-Gruppe, wenn die auch live gekommen ist. Ich glaube Ende der Woche. Und jetzt sage ich bis bald und bye bye.